aussehen könnte oder sich anhören könnte. Und es hat ein Freund von mir geschrieben, der Erik Trauner, ein Bluesmusiker aus Wien. Der gibt's. Was ist denn das für eine Tonart? Emil. Emil. Und mein Freund Erik, der war, ich glaube, jetzt ist er das vierte Mal schon verheiratet. Oh mein Gott, ist ja krass. Wenn er nicht schon wieder getrennt ist. Das hat aber mit Weihnachten nichts zu tun, oder? Und eben doch, das kommt jetzt gleich. Also, okay. Und in YouTube, da steht ein Interview mit ihm drin. Also Erik Trauner, könntest du mir nachschauen. Ein Interview mit ihm, und da fragt ihn dann der Interviewer, ja, jetzt hat er schon wieder geheiratet, das vierte Mal und so. Also das, ob er da die Hoffnung nicht aufgibt oder so. Dann sagt der Erik, ja mei, ich heirate heute so gern, das ist so schön. Und der Song, der handelt von einer vergangenen Ehe, und der war mit einer Amerikanerin verheiratet aus Philadelphia. Oh, das ist auch von ihm, aber es ist ein anderer Song. Ah, ja, schade. Schon der Welt, gestern. Genau. Und da geht es um die Situation, dass er allein so zu Hause sitzt mit seinem Weihnachtsfreundchen und seine Frau aus Philadelphia, die hat immer so viel Heimweh gehabt, die war in Philadelphia, also 6000 Meilen weg oder was. Und das beschreibt eben dieser Song. Er allein und sein Weihnachtsfreundchen. Er sagt, der Santa Claus, please send her back home to me. Okay. Zeig nochmal schon ein bisschen. Oh,
careful.